Hallo und willkommen zu PBA Season 3 bei mir, MindTube und meinem Team Obsidian Omastar. Der Draft ist letzte Woche stattgefunden am Sonntag und nächste Woche kommt der erste Spieltag online. Aber vorher dachte ich, bevor ich jetzt irgendwelche Kämpfe mache, gehe ich mal auf meinen Kader ein. Denn ich möchte gerne wissen, was ich vor der Season zu meinem Kader gedacht habe. Und ich werde natürlich am Ende der Season auch nochmal über mein Team reden. Und dann haben wir so ein bisschen Vergleich, wie ich reingegangen bin und wie ich rausgekommen bin. Von daher mache ich mir eben selber einmal Showdown auf, damit ich meine Pokémon hier sehen kann. So, also. Als erstes gepickt habe ich Thunderous E, also Voltolos in der Inkarnationsform. Das war von Anfang an geplant. Das sollte mein First Pick sein. Ich habe ihn bekommen. Und den habe ich eigentlich primär deswegen gepickt, weil ich ihn cool fand und noch nie gespielt habe. Hat aber auch noch einen anderen Hintergrund, und zwar der nämlich Thunderwave. Und ich hatte auch schon geplant, dass ich mir Monagoras hole. Ich hatte Bock auf den. Den habe ich mir eingeplant und ich dachte halt, hey, Monagoras kriegst du wahrscheinlicher, als dass du Thunderous kriegst. Und Thunderous hat Prio Thunderwave. Und wenn ich halt das gegnerische Team Thunderwave bekomme, was nicht nur, weil die Prio ist, weil das Thunderous als Prio hat, sondern auch, weil es Switches forcen kann, gar nicht mal so unwahrscheinlich ist, kann ich mit Monagoras sehr viel Druck aufbauen. Vor allem, selbst wenn ich halt nicht Thunderwaven muss und ich force einmal einen Switch in vom Gegner mit meinem Thunderous und kann irgendwie rausvolt switchen auf dem Grass-Type und ich krieg dann meinen Monagoras rein, dann boxe ich halt was mit Head Smash weg. Oder wenn es halt ein Ground-Type ist, dann muss ich damit anders klarkommen. Aber Ground-Types will ich ja für Monagoras ohnehin removen, dann kann ich irgendwie Grass North Thunderous spielen oder sowas und dann kriege ich auch die removed und dann freut sich mein Monagoras. Also ich habe mein Team, als ich es gebaut habe, auf jeden Fall um Monagoras gebaut. Weil ich dachte halt einfach, Kerngedanke war halt einfach rein. Also ich wollte ein Team bauen, mit dem ich halt einfach einen Mon habe, das böllert richtig und der Rest supportet das. Ich wollte einfach irgendwie einen Choice Band irgendwo draufwerfen oder einen Dragon Dance, irgendwie sowas und dann halt einfach alles zerstören. Monagoras weniger so ein Dragon Dance Mon, eher ein Choice Band oder Choice Scarf Mon. Einfach zum direkten Böllern statt erstmal warten und dann böllern. Und ich finde halt, Thunderous enabled das sehr gut. Weil er halt für mich die Ground-Types entweder hart chippen kann, weil die halt Angst haben müssen. Sonst, also alle anderen Mons müssen ein bisschen Angst haben, dann kann es gut sein, der bringt einen Ground-Type rein, um meinen Volt-Switch zu fressen oder um mich halt zu checken. Und ich hau dem einfach irgendwie zwei Grass-Nodes rein oder gehe auf plus 2 und hau dem dann Grass-Node rein oder sowas. Das wäre halt cool. Und wenn ich das nicht machen kann, dann kann ich immer noch schnelle Mons paaren. Und Para in Gen 6 ist noch ziemlich geil, noch nicht so wie in Gen 7, wo es nur noch Speed halbiert. Nee. Hier, also ist auch halbierter Speed wäre für Monagoras geil, versteht mich nicht falsch. Aber in Gen 6 ist Para halt noch geiler, weil ich halt den Speed komplett zerstöre. Das ist halt minus 6, der Speed wird gefiddelt, also ist geil. Und grundsätzlich ist Thunderous natürlich auch ein offensiv großer Threat. Einfach Nasty Plot und dann hat das Thunderbolt, Psychic, Grass Knot. Ich glaube, es kann Dark Pulse, wenn ich mich nicht komplett irre. Kann Dark Pulse, genau, Focus Blast. Sludge Bomb kann es, was ich nie einsetzen werde, aber es könnte theoretisch. Da hat es halt Volt Switch und es hat halt auch einen physisch guten Move Pull und der Attack Set mit Base 115 ist auch solide. Also ich kann halt so Spaß wie Knockoff. Es kann Crunch, cool, aber Superpower habe ich jetzt eher dran gedacht. Brick Break kann es notfalls auch, wenn es sein muss. Ich kann ein komplett physisches Set spielen mit Wild Charge. Es hat U-Turn. Das kann ich auch gegen Ground Types einsetzen. Also man hat mit Thunderous auf jeden Fall ordentlich was an Möglichkeiten, die man da nutzen kann. Und die finde ich cool. War mein zweiter Pick schon Gligar? Ich glaube, mein zweiter Pick war tatsächlich schon Gligar, also Skorgler. Und das lag primär daran, dass ich Angst hatte, dass ich Skorgler nicht bekomme und ich wollte Skorgler sehr gerne haben. Die Fogger sind halt noch seltener in Gen 6. Sie sind nicht so super selten wie Spinner in Gen 5, aber sie sind seltener, als sie es in Gen 7 sein werden. Von daher dachte ich mir, okay, ich hole mir jetzt schon mal Skorgler, weil Skorgler wahrscheinlich einer der besseren Spinner ist, die man kriegen kann. Defogger ist, die man kriegen kann. Und ich habe gerne eine Slow U-Turn irgendwo auf dem Team. Ich hatte zwar an dem Punkt auch schon damit, ich hatte halt safe damit gerechnet, dass ich Shell mitbekomme für den Slow Baton Pass. Aber Gligar musste ich halt früher sichern, weil die Chance, dass Gligar weg ist, relativ hoch war. Deswegen habe ich mir dann erstmal mein Skorgler geholt. Skorgler ist halt super geil, der ist super bulky, der kann auch, wenn du den, kannst auch Spedef spielen mit Evoli, nimmt er dann halt auch nur Hits von Hydreigon. Und Hydreigon bricht halt dann nicht durch ihn durch, außer hat er taunt, dann bricht Hydreigon durch den durch, aber ne? rein offensiv bricht Hydreigon nicht durch. Und deswegen ist er halt sowohl physisch als auch speziell defensiv super strong, hat Defog, hat Rocks, hat halt U-Turn auch.
was mir ziemlich wichtig ist, wenn ich meinen Monagoras reinbringen möchte oder irgendeinen anderen Breaker. Und kann im Notfall auch irgendwie selber Swordsdance spielen oder sowas. Der Speed ist mit Base 85 halt solide. Da kann man mit arbeiten. Und durch den Bull kriegt er auch sein Setup, wenn er es möchte. Also, ich könnte auch mal irgendwie ein SD Gleiger spielen. Ist eine Option. Ich kann halt leider nicht Immunity und Defog zusammenspielen. Das geht erst ab Gen 7. Weil damit Gleiger Defog kann, muss es aus Gen 4 kommen. Und in Gen 4 gab es die Hidden Abilities noch nicht. Und deswegen kann es keine Immunität haben, wenn es Defog spielt. Ich kann das nur getrennt spielen. Aber wenn ich keinen Defog brauche, was bei dem Team häufig immer vorkommen kann, ich habe 2 Magic Bouncer, dann kann ich halt Immunity spielen. Dann kann man mich auch nicht mit Toxic ausstollen. Dann kann ich nur den Gegner mit Toxic ausstollen. Ja, also Gligar ist auf jeden Fall ziemlich nice. Hat halt einen soliden Movepool auch, kann sowas wie Knockoff, kann U-Turn. Primär ist es halt dafür da, um zu defoggen, manchmal Rocks legen und halt um Momentum mit U-Turn rauszuholen. Aber es hat halt auch noch andere Optionen. Halt Knockoff, Gegner einfach ausstollen mit Toxic, sowas halt, ne? Dann als nächstes habe ich als nächstes mir schon... Ich habe Monago auch noch nicht geholt. Ich glaube, ich habe erstmal Aquana besorgt. Weil ich glaube, an dem Punkt wurde mir Marmolida weggepickt. Und ich musste mir dann überlegen, wo kriege ich jetzt meinen Bulky Water. Ich glaube, das war's tatsächlich. Weil eigentlich war halt Marmolida mein vorgesehener Bulky Water. Den wollte ich haben, weil er halt auch ein guter Pivot ist. Mit Wish und sowas. Den hätte ich sehr gern gehabt. Weil ich hatte halt als Steel-Type Metagross geplant. Ich hatte Metagross geplant, ich hätte nur fast auch Bronzong genommen, aber Metagross war mir lieber, weil der offensiv stärker ist. Und so ein Metagross freut sich immer sehr darüber, wenn es Wishes gepasst bekommt. Das hätte Marmolida sehr gut gemacht. Ist am Ende jetzt nichts geworden. Aber ich habe jetzt Aquana bekommen. Aquana ist auch ganz geil. Ich finde, hätte Marmolida besser gefunden. Klar, Marmolida ist passiv wie so ein Stück Dreck. Und hat keine Healbell, so wie sie Aquana hat. Ich glaube, Aquana hat Healbell. Aber dafür hätte Marmolida halt den Regenerator gehabt und hätte die Wishes freer passen können. Und das wäre mir halt irgendwo wichtig gewesen. Aber Aquana als Ausweichpick ist auch okay. Ist es nicht unbedingt das, was ich haben wollte. Ist halt physisch definitiv weniger bulky. Aber dafür ist es halt nicht so verdammt passiv. Kann ein bisschen Damage drücken, das ist ganz cool. Im Großen und Ganzen werde ich es wahrscheinlich wirklich nur für, Es hat halt auch Baton Pass, das ist auch ganz lustig. Also damit kann ich auch arbeiten. Das kann auch Momentum holen, wenn ich unbedingt möchte. Aber ich glaube nicht, dass ich das auf Aquana viel spielen kann, weil Aquana halt, um sich selber zu recovern, Wish braucht. Und wenn es Wish braucht, dann braucht es auch Protect. Und dann sind schon 2 Slots weg. Und wenn ich jetzt noch Baton Pass spielen kann, ich höchstens noch Scald spielen. Also ich meine, man könnte. Es würde sich auch gut anbieten, Wish mit Baton Pass. Da könnte man auf jeden Fall was mitmachen. Aber wenn ich nur Scald als Attacking Move habe, dann bin ich auch verdammt passiv. Aber es kann gut vorkommen, dass das mal gespielt wird. Kann gut sein, dass es mal gespielt wird. Das hat halt noch so einen Spaß wie Ice Beam. Kann das noch irgendwas Tolles? Ich denke bei dem immer nur an Scald und Ice Beam. Shadow Ball Signal Beam werde ich nie einsetzen, kann es aber theoretisch. Stored Power, Carmine selber kann es nicht, aber es kann den Carmine, es kann Carmine gepasst bekommen von meinem Psyana. Und was halt auch ganz cool ist, es hat Curse und es kann den Curse zwar selber nicht effektiv nutzen, aber es kann den Curse passen. Und damit könnte man potenziell arbeiten. Ich könnte halt irgendwie einen Curse passen auf irgendwie, ja, Viridium und Viridium hat dann einen Y-Turb und holt sich gibt dann mit dem Speed Drop wieder auf oder sowas. Also da könnte man auf jeden Fall mit arbeiten. Man kann aber auch natürlich sowas wie Acid Armor passen oder sowas, ne? Weil wenn man Acid Armor halt, das Ding ist halt, wenn ich mit Vaporeon Stat Boost passen möchte, dann habe ich halt, dann kann ich entweder nicht mehr angreifen oder ich habe kein Wish. So, das sind so die beiden. Die sind die Optionen. Oder ich habe kein Protect, nur Wish. Geil. Also ich würde dann wahrscheinlich sogar lieber einfach auf Wish verzichten und den Protect noch behalten. Weil dann kann ich immer Leftovers mit rausholen. Also nur so ein Wish ist kritisch. Aber Aquana ist halt okay. Ich finde es halt, ich hätte halt lieber Marmolida gehabt. Danach habe ich mir dann, glaube ich, auch schon Metagross geholt. Einfach damit ich schon mal einen Steel-Type habe. Und die Chance, dass ich Metagross verliere, ist auch relativ hoch. Vielleicht hätte Bronzong als Ausweichpick gehabt, aber Metagross ist halt nicht so verdammt passiv. Mit Metagross kann ich offensiv ein bisschen Druck aufbauen, habe einen Pursuit-Trapper. Und deswegen wollte ich halt primär eher Metagross haben. Und ich hatte halt echt noch nicht Angst, dass ich Monagoras nicht bekomme. Hätte ich Monagoras wirklich nicht bekommen, dann hätte ich notfalls noch auf Jadigon ausweichen können. Wäre halt nicht so geil gewesen wie Monagoras, aber es wäre eine Option gewesen. Monagoras ist halt deutlich schneller und kann ich einen Scarf in die Hand drücken und sowas. Ne? Hätte ich mit Jadigon nichts machen können. Deswegen habe ich lieber Monagoras. Ja, Metagross. Grundsolides Mon. Super bulky. Also halt wirklich super bulky.
Super Attack Stat Base 130, glaube ich. Lass mich mal nachgucken. Base 135, sorry. Hat jetzt ab Gen 6 die Assault Vest auch zur Verfügung, um halt besser auf spezielle Hits reinzukommen. Weil die Speed Def ist halt auch solider. Base 80 HP, 90 Speed Def ist ein solider spezieller Bulk. Auch mit dem Typing. Aber manchmal reicht es natürlich trotzdem nicht, um jetzt irgendwie sicher auf sowas wie Alakazam reinzukommen, was halt Shadow Ball kann. Weil ab Gen 6 resiste ich ja mit Stahltypen keine Geist-Moves mehr. Also, ne? Da ist die Assault Vest dann schon ganz geil. Aber auch so, der hat halt 1 Million Moves. Also, sowohl physisch als auch speziell. Speziell willst du zwar weniger spielen, aber speziell wichtige Moves wären zum Beispiel so das Dreadnought. Was immer praktisch ist, das hat jetzt, glaube ich, niemand Zumpex gepickt, deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das benutze, ein bisschen gering. Aber vielleicht gegen irgendwelche physisch defensiv bulkigen Bulky Waters, die halt speziell weniger nehmen, könnte man mal einen Dreadnought mitnehmen. Oder halt irgendwelche Ground-Types oder sowas. Der ist auf jeden Fall immer cool zu haben. Ansonsten halt physisch hat er Thunder Punch, ich glaube, der Ice Punch hat er auch, ja, Earthquake, Meteor Mash, Zen Headbutt, Bullet Punch, notfalls könnte er Explosion, er hat Earthquake, ich weiß nicht, ob er Stone Edge hat, aber ich glaube, ich würde sowieso nicht spielen. Aber auf jeden Fall Rock Slide, ne? Also Stone Edge schon nicht. Er hat Stealth Rocks, was cooler Utility-Purpose ist. Trick ist eine Sache, die man spielen kann, also irgendwie so ein Scarf-Trickset oder ein Bandit-Trickset kann man auf jeden Fall mal mitbringen. Und dann noch so ein paar Utility-Optionen, so also Bulldoze kann eventuell mal nützlich sein. Pursuit ist mir ziemlich wichtig. Es kann Tech-Options wie Magnetize. Es könnte Rain Dance potenziell, was ich niemals einsetzen werde. Also ignorieren wir das einfach mal. Ja. Aber halt Explosion ist halt auch eine ganz coole Sache. Habe ich aber, glaube ich, schon angesprochen. Speedset ist halt auch grundsolide. Bei 70 sollte er sein. Genau, bei 70. Grundsolide. Kann man mitarbeiten. Gefällt mir. Dann ist aber Zeit für Monagoras. Und Leute, Monagoras hat Base 121 Attack. Und ist ein Drachentyp. Heißt, Outrage wird nur resistet von Steel-Types und Feen sind immun. Das sind die beiden Typen, die auf Outrage reinkommen möchten von dem. Das sind die beiden. So. Tyrantrum hat Strong Jaw als Fähigkeit. Das heißt, er könnte Feen mit Poison Fang treffen. Oder halt normal mit Iron Head. Das ist auch eine Option. Aber, so, das ist auch das große Ding, Stahltypen resisten beide Steps. Stahltypen resisten sowohl Head Smash als auch Outrage. Feen hingegen werden von dieser Outrage für gewöhnlich, von dieser Outrage, von diesem Headsmash für gewöhnlich in die nächste Dimension geschossen. Mach mal eben den Kalk rein. Ich nehme mal so ein schönes Banded Tyrantrum. So wie man es, ne, so wie es Spaß macht. Nehmen wir ein Banded Tyrantrum. Gerne Adamant. Jetzt nehmen wir da mal irgendwie so ein Sylveon. Irgendwie so eine Standard-Fee, ne? So ein Sylveon. So, Fistef, Outrage. Garantierter One-Hit-KO Outrage. Headsmash, garantierter One-Hit-KO nach Jox. Wenn wir sowas nehmen wie Florges, so noch eine richtige Standardfee. So, selbes, der ist sogar ohne Rocks fast ein One-Hit. Gegen voll Fist-Def, Leute, ne? Gegen voll Fist-Def. Jetzt gucken wir mal irgendwelche physischen Walls an. Also so einfach gute physisch defensive Pokémon. Jetzt gucken wir uns mal einen Slowbro an. So, nehmen wir mal voll Fist-Def. So, Head Smash 65,7 bis 67,7. Also, es ist sehr schwierig, auf Tyrantrum reinzukommen. Und als Steel-Type hast du halt manchmal echt Probleme. Weil du musst halt erstmal sicher sein, dass das Tyrantrum wirklich für Headsmash oder Outrage geht. Nicht, dass du das dann gut fressen würdest, du nimmst dann immer noch so 30 bis 40. Aber du nimmst das. Was machst du, wenn er mal für Earthquake geht? Sterben, korrekt. Also mit Tyrantrum kann man sehr gut Druck aufbauen. Der ist super geil. Das einzige Problem, was ich halt sehe, ist, dass Headsmash nur 80% Accuracy hat. Also dass das so 20% einfach daneben geht. Das ist so das Main-Problem, was ich sehe. Und da habe ich ein bisschen Angst vor. Aber ansonsten, super geiles Vieh. Dann habe ich Viridium. Viridium habe ich, weil ursprünglich war halt im A-Tier, ja, weil ich wollte ja, Molar ist ja B-Tier. Deswegen hätte ich da mal Bricky Water geholt. Und dann wollte ich mir im A-Tier Karpilz holen. Als Fighting-Type und als Grass-Type, der mit durch Toxic Orb auch auf Waters reinkommen kann. So, hat nicht geklappt. Deswegen habe ich mir jetzt Viridium geholt, was das gleiche Typing hat. Und ich könnte es notfalls speziell spielen. Finde ich halt kacke, weil ich wollte lieber die Bulky Waters dann physisch angreifen mit einer Seed Bomb und gut was gegen Recovern mit Poison Heal. Also das war so mein Hintergrund hinter Kapilz und Kapilz hätte auch noch Pilzspore gehabt und sowas. Wäre cool gewesen. Viridium ist im Allgemeinen schneller und Viridium hat auch die gleiche Close Combat Power, wie sie Cobalium hätte. Klar, Cobalium auch nur Base 90, ne? Ist nicht viel, aber Close Combat ist ein Base 120er Stealth Move, das böllert trotzdem. Also da habe ich nicht wirklich Sorgen. Sorgen habe ich bei Viridium eher dadurch, dass es halt meine Antwort auf Bulky Waters sein muss jetzt. Und die haben Scald.
Wir haben zwar Synthese, können ein bisschen gegen recovern. Wir haben sowas wie Carmine und Energy Boy. Ich glaube, doch Giga Drain kann es auch. Also wir haben da ein paar Optionen. Aber ich habe halt nicht diese Immediate Power, die ich damit forcen kann. Oder kann einfach auf den Subben oder so, wie es mit Carpulse gekonnt hätte. Das ist ein bisschen schade. Dafür habe ich halt mehr Speed. Und kann halt schnelle Close Combats raushauen. Carpulse hat kein Close Combat. Carpulse hätte Drain Punch spielen müssen. Oder halt Focus Punch. Focus Punch wäre halt cool gewesen, weil ich meine, ich hätte dann Seed Bomb gespielt, Focus Punch, Sub und vielleicht SD. Vielleicht ein Mark Punch. Oder halt Spore. Spore wäre auch geil gewesen. Und dann hätte ich halt, ich hätte halt mit Seed Bomb rausforcen können und dann mit Focus Punch den nächsten rein treffen können. Wäre cool gewesen. Wird es halt mit Viridium nichts. Viridium hat halt, wie gesagt, auch deutlich weniger Power. Aber ich komme auf jeden Fall klar. Ich könnte ihm auch einen Specs in die Hand drücken und dann irgendwie irgendwas Energy Ball oder Giga Drain oder sowas. Also, ist halt nicht das, was ich haben wollte. Ist halt nicht das, was ich haben wollte, aber auch grundsolide. Ist halt nicht umsonst ein Tier unter Carpils, ne? Ist halt nicht umsonst ein Tier unter Carpils. Der kann nicht so geil sein, die Carpils. Aber ich glaube, ich komme damit klar. Sonst hätte ich den nicht gepickt, sonst hätte ich mir was anderes rausgesucht. Viridium wird das übernehmen, weil ich wollte halt auch unbedingt einen Fighting-Type haben. Weil ohne Fighting-Type habe ich immer Angst vor sowas wie Relaxo oder Porygon 2, die, glaube ich, beide nicht gepickt wurden. Also wovor habe ich eigentlich Angst? Aber das ist schon mal gut. Das ist gut für Viridium, weil das heißt, dass Viridium nicht so überbelastet wird. Weil wenn ich jetzt einen Kampf hätte, wo ich gegen einen Relaxo und gegen einen Bulky Water kämpfen müsste, dann würde das Viridium stark belasten, weil Viridium sich um mehrere Sachen kümmern muss. Jetzt muss sich Viridium wirklich nur um die Waters kümmern und ich glaube, das ist gut für Viridium. Also es ist zwar einer der Purposes von Viridium weggefallen, aber ich glaube, das macht Viridium letztendlich besser. Ich glaube, das macht Viridium letztendlich besser, weil es weniger Rollen gleichzeitig übernehmen muss. Und deswegen, Leute, habe ich auch schon immer gesagt, spielt nicht Defog und Jox auf demselben und überlastet eure Mons. Das ist eine schlechte Idee. Macht das so wie Viridium jetzt und seid einfach die Antwort gegen Bulky Waters. Ich meine, Viridium muss ja nicht mal die krasseste Antwort sein, ne? Weil ich habe ja meinen Thundurus. Viridium muss ich ja nur so lange abhalten, bis ich mit Thundurus gewinnen kann. Oder bis ich halt Tyrantrum reinbekomme, was halt richtig reinböllert. So, das ist Viridium. Dann, wann habe ich Psyana gepickt? Später erst, ne? Ja, deutlich später erst. Psyana war irgendwie mein vorvorletzter Pick. Vor Psyana, weil an dem Punkt, wo Psyana ist, wollte ich ursprünglich, wen wollte ich da haben? Na, ich komme gleich drauf. Chillabel wollte ich ursprünglich haben, genau. Chillabel. Weil Chillabel hat auch Thunder Wave, Chillabel ist schnell. Ich wollte ein bisschen mehr Speed haben und ich wollte über Mega Diancie ursprünglich Mega Gardevoir haben. Aber ich habe mich dann umentschieden. So. Auf jeden Fall, erst habe ich Shelmet besorgt. So. Wir skippen Psyana erstmal. Genau wie wir Mega Diancie geskippt haben, wir gehen da später hin. Wir holen uns jetzt erstmal Shelmet. So, Shelmet, Leute. Shelmet ist super. Shelmet ist bulky. Das ist wichtig. Shelmet ist bulky. Shelmet ist super. Shelmet hat Baton Pass. Das heißt, Shelmet kriegt langsam Baton Passes raus. Shelmet hat Overcoat oder Shell Armor. Hydration kann es potenziell auch, aber werde ich nie benutzen. Overcoat ist geil, weil ich dadurch nicht durch sowas wie Pilzspore getroffen werde. Oder halt Stunspore oder was weiß ich. Das heißt, ich kann auf diese ganzen Jazz-Types reinkommen, die mich abfacken wollen und kann dann auf den Baton passen, weil ich halt so bulky bin. Kann auf den Baton passen und kann irgendwas reinbringen, um die halt richtig, den richtig Angst zu machen. Im Optimalfall bringe ich dann sowas rein, wie Tyrantrum und Force einen Kill. Weil Bandit Tyrantrum, zack, zack, alles stirbt. Das wäre optimal. Ansonsten habe ich ja immer noch andere Möglichkeiten. Diancie in dem Fall, was ich jetzt gepickt habe. Kann Thundurus potenziell reinbringen, wobei Thundurus auf dem Grass-Type ist natürlich immer schwierig. Psyana Metagross kann ich oft reinbringen. Viele Grass-Types haben Probleme mit Metagross. Also ich habe auf jeden Fall Möglichkeiten. Ansonsten hat Shell mit Spikes. Spikes, sehr geil. Immer nice, freut man sich. Damage auf Pokémon, cool. Das ist nice. Ich kann Curse passen, wenn ich möchte. Ich habe Encore, um halt kein Setup-Fodder zu sein. Ich habe Recover, um zu recovern. Unglaublich, oder? Ich habe Recover, um zu recovern. Yawn kann ich, um halt auch, um Setup aufzuhalten potenziell. Wobei Encore da besser ist, weil Encore hält auch den Sub auf. Weil dann kriege ich danach einen Safe-Switch mit Baton Pass. Ich könnte Final Gambit spielen, werde ich aber nie. Aber ich könnte. Weil so ein Surprise-Kill wäre auch nice. Und generell habe ich halt super viele Möglichkeiten auf dem. Der ist so eine kleine Utility-Maschine. Der wird offensiv niemals was tun, aber er wird mir Switch-Advantage holen, er wird Spikes für mich legen. Und mehr will ich nicht. Spikes und Switch-Advantage. Oder ich kann ihn auch mal als Antwort auf einen Fighting-Type mit Toxic spielen. Kann ich auch. Also, Optionen, die ich habe. Weil er halt ein Bug-Type ist. Kommt er halt auf sowas wie... er kommt auch auf Ground-Types. Ground-Types und Fighting-Types. Die kann ich mit dem checken, wenn ich unbedingt muss. Auch wenn ich es lieber vermeiden würde. Ich würde halt gegen beide Typen, sowohl gegen Ground
als auch gegen Fighting möchte ich eigentlich lieber raus Baton Passen auf entweder Dianzi oder auf Viridium, wenn es halt im Optimalfall halt immer auf Tyrantrum, um einfach einen Kill zu forcen. Aber Shelmet ist halt super nice Utility. Auch weil der Speedstat so low ist, kriege ich halt meinen Baton Pass für gewöhnlich einfach nach dem Gegner raus. Das ist sowas wie Gen 8 Teleport. Es ist sowas wie Gen 8 Teleport auf dem Ding und es ist geil. Leider hat es halt eine Rocks Weakness. Deswegen habe ich mir als nächstes nochmal einen zweiten Spinner besorgt, weil ich hatte ja vorher hatte ich nur Gligar als Defog. Deswegen habe ich mir noch einen Spinner besorgt. Aber auch Kurtel hatte ich mir von vornherein schon geplant. Ist jetzt natürlich schade, dass niemand Ferrothorn gepickt hat, weil dafür wäre es halt primär gewesen. Einfach, dass ich was habe, was auf Ferrothorn reinkommt, weil Ferrothorn, wenn ihr euch mein Team anguckt, ein bisschen problematisch sein kann. Und deswegen wollte ich halt einen Spinner haben, den ich auf Ferrothorn reinbringen kann. Ja, Ferrothorn wurde nicht gepickt, aber auch okay für Torkoal, der freut sich trotzdem. Physisch-defensiver Fire-Type ist für gewöhnlich nicht das, was du haben willst, weil der halt Grocks weak ist, vor allem, weil er keine Recovery hat, ist das sehr uncool für den. Aber an dem Punkt, in dem ich Kurtel gepickt habe, habe ich mein Team angeguckt und gesagt, pass auf, ich tausche mal was durch, was ungefähr dieselbe Rolle erfüllt. Ich habe dann halt kein Chiller-Bell mehr, aber passt schon. So, und deswegen habe ich halt dann meine beiden Magic-Bouncer danach noch geholt, vor allem, weil beide noch über waren und ich eh Bock auf Psyana hatte. Auf jeden Fall, Kurtel, physisch defensiv geil, Spedef ist auch okay. Also als Fighting, Fire ist halt ein ganz brauchbarer Typ, um speziell defensiv zu sein, weil du Grass sowieso takest, Feen takest du. Und das sind so die wichtigen Sachen für Kurtel. Falls ich den mal speziell eben spielen wollen würde, würde er die halt nehmen. Und das ist mir schon mal wichtig. Halt Rapid Spin hat er. Stealth Rocks hat er auch. Kann Lava Plume, um halt den Gegner Angst zu machen. Leider hat er keinen Jaw, über den hätte ich mich noch gefreut. Aber dafür sowas wie Body Slam für Paras. Paras freue ich mich immer drüber. Kann Superpower. Und Fun Fact, Kurtel ist in der Lage, tatsächlich Tita zu one-hitten mit Superpower auf dem Switch. Und Tita ist so ein Mon, das denkt sich gegen Kurtel wahrscheinlich, ich komme jetzt rein und mach was kaputt. Und Kurtel so, nee. dann hat es noch Will-O-Wisp, Toxic, halt den Standard-Shit, den man so hat. Grundsolides Mon. Special Attack ist halt nur auf 85, genau wie der Attack. Speed auch nur auf 20, das heißt Chase Smash, dass das funktioniert, ist sehr unwahrscheinlich. Aber auch Kurtel könnte man mal einen Curse passen und dann irgendwie Work machen, ne? Oder kann selber auch Curse. Ja, selber kann er auch Curse. Und hat Clear Smoke, um Setup aufzuhalten. Also Kurtel ist halt. Kurtels großes Problem ist halt wirklich, dass es diese Rocks-Schwäche hat. Das ist das große Problem von Kurtel. Und da kommen wir auf jeden Fall gegen klar. Mit unserem Team, was wir hier haben. Fähigkeiten: Shell Armor, ich kann nicht crittet werden, gefällt mir. Oder halt White Smoke, was das. Was gegnerische Pokémon daran hindert, unsere Stats zu senken. Vielleicht gibt es da mal irgendwie einen Moment, wo ich das haben möchte, aber für gewöhnlich werde ich wahrscheinlich Shell Armor spielen. Einfach, damit ich nicht gekrittet werde, damit ich da keine Angst vor haben muss. So, dann habe ich aber tatsächlich Psyana gepickt. Weil das war jetzt der Moment, in dem ich gedacht habe, okay, scheiß auf Mega Gardevoir und Chillabell. Wir spielen jetzt Mega Dianzi und Psyana. Hat mir dann Psyana gegönnt. Psyana ist halt ganz nice. Kann erstmal nochmal Baton Pass, was cool ist. Hat Magic Guard, was mir halt bei den Hazards hilft. Und ich kann halt auf Psyana relativ safe Baton Passen, weil man Psyana nicht rausdrawen kann. Weil es halt diesen Magic Bounce hat. Wir sind ja offensiv ganz gut aufgestellt. Wir haben halt jetzt in dieser Gen, gab es in Gen 5 noch nicht, haben wir jetzt halt Dazzling Gleam, um uns gegen Dark-Types durchzusetzen, ohne dass wir halt, ja, Focus Blast, kann es Focus Blast? Kann es, glaube ich, nicht, ne? Nee. Also wir haben halt Dazzling Gleam für die Dark-Types, das ist sehr cool. Und ansonsten haben wir halt Möglichkeiten wie, Shadow Ball, Signal Beam. Primär werde ich halt mit dem, er kann theoretisch Wish, aber Wish passen von bei 65 HP ist immer so eine Sache. Ich werde ihn primär wahrscheinlich einfach dafür benutzen, um Fighting-Types zu checken, wie eine Colbro draufwerfen oder so und dann halt einen Psy-Shock rausschießen oder eine Psy-Kick und dann halt mit Baton Pass Momentum holen. Das ist so das Hauptding, für den ich ihn wahrscheinlich benutzen werde oder halt um Lead-Matchups zu gewinnen. Ich kann zum Beispiel mit Espeon leaden gegen so ein Fortress, mir eine Anti-Käfer-Beere draufsetzen und Hidden Power Fire spielen. Sowas könnte ich machen. Also ich habe Möglichkeiten mit dem. Ist halt nur ein B-Tier-Pick. Ich finde Tyrantrum ist definitiv mein bester B-Tier-Pick geworden, also. Aber Espeon ist solide. Ist solide. Magic Bounce ist halt so der primäre Selling Point von dem. Aber ich fühle den auf jeden Fall. Sub-Pass kann der auch. Also ich kann subben und rauspassen und keiner kann mir meinen Sub wegdrawen. Und dann habe ich mir Dianzi geholt. Und Mega Dianzi ist so ein Ding. Der ist ja von Natur aus mixed. Also man muss nicht mixed sein. Der kann, glaube ich, kann er Juwelenkraft? Nee, kann er gar nicht. In der Gen kann er es noch gar nicht. Aber so, der ist von Natur aus mixed, wenn du seinen zweiten Step benutzen willst. Primär hast du halt Moonblast, was ein super geiler Move ist. Feen-Move von Base 160 Attack, der böllert. Du hast noch Diamond Storm. Diamond Storm covert Fire-Types, die reinkommen wollen.
Einzige, was halt wirklich Bock hat, auf Mega Dynasty reinzukommen, sind Steals. Ist so ein Theme in meinem Team, glaube ich. Auf viele Sachen wollen Steel-Types reinkommen. Aber auf je mehr Sachen Steel-Types reinkommen, desto lower sind sie, wenn sie auf die anderen von den Leuten reinkommen wollen. Also wenn ich halt das stacke, dass alle meine viele Mons Probleme mit Steel-Types haben und die Steel-Types halt immer auf die reinkommen. Sagen wir mal, ich habe einen Tyrantrum, ne? Ich habe so einen Tyrantrum und der Steel-Type kommt rein, um Tyrantrum zu checken. Tyrantrum nimmt dem sein Leben. Also das ist danach low, der Steel-Type. Und dann kommt Diancie und denkt sich, ja, scheiß drauf, notfalls habe ich Earth-Power. So. Funktioniert gut. Und das sind auch schon die Main-Dinger, die man mit Diancie macht. Also der spielt dann einfach Diamond Storm und Moonblast und dann freut er sich seines Lebens. Der hat Carmine. Ich muss halt meistens Protect spielen, weil ich in Gen 6 noch meinen Speed von der Mega-Entwicklung bekomme, in dem Turn, in dem ich gemegert bin. Das ist erst ab Gen 7 so. Aber wir kommen halt klar. Wir können auch Diancie sehr schön Stats rüberpassen, auch Magic Bounce. Also ich kann auch zum Beispiel von meinem Psyana ohne Probleme mal eben einen nicen Carmine drüber passen. Kann ich machen, kann mich niemand aufhalten. Ich kann den Carmine auch auf Viridium passen. Der kann zwar rausgeschort werden, aber der nimmt den Hit gut. Diancie kann Explosion, Diancie kann Stealth Fox, wenn ich das möchte. Es wird halt aber sehr wahrscheinlich sehr oft einfach mit demselben Set Moonblast, Diamond Storm, Protect und Filler Move. Das wird es wahrscheinlich meistens sein. Aber es ist halt auch sehr effektiv, dieses Set. Es ist auch sehr effektiv. Also da habe ich gar nichts gegen einzuwenden. Der Speedset ist halt auch solide mit Base 110. Und dann habe ich noch ein einziges Mon über. Das war mein Last Pick. Und ich finde ihn halt super. Also der ist halt nicht gut. Leute, der ist nicht gut. Aber der macht viele Sachen, die ich gerne haben wollte. Zum einen hat er Glare. Und zwar ist es Vipitis übrigens. Ne? Zum einen hat Vipitis Glare. Zum anderen checkt es Feen. Und ja, also ich habe jetzt nicht ein großes Problem mit Feen, aber es ist nie verkehrt, wenn man einen Mon hat, das auf Feen reinkommt und Glare hat. Es hat Flamethrower für Steel-Types. Ne? Also wenn mein Poison-Type Steel-Types reinluren und Flamethrower kann, das wäre ja geil. Vor allem, wenn ich es vorher geglärt bekomme, dann ist das safe. Und es hat Haze, also Setupen ist ohnehin nicht. Sucker Punch als Prio. Super viele Coverage-Optionen mit Dark Pulse, Knockoff ist nice. Ich zähle gerade primär spezielle Moves auf, weil, wir haben halt keinen Gangshot. Wir haben halt Sludge Wave auf dem Sludge Bomb auf der speziellen Seite und nur Poison Jab auf der physischen. Und für den Base 100 ist jetzt so ein Poison Jab gar nicht mal so super strong. Axe soll aber theoretisch auf der physischen Seite. Es kann Giga Drain. Also es hat halt super viele Optionen. Body Slam auch wieder, ne? Coil, wenn ich doch mal ein physisches Set spielen möchte. Ist halt leider fragil und langsam. Das ist so die schlimmste Kombination. Aber ich krieg's halt reingebettenpasst. Das ist so das Ding. Ich krieg's halt von super vielen Seiten reingebettenpasst, reingeu-turned, reingevolt-switched. Ich krieg's halt rein. Ich habe die Möglichkeit auf meinem Team, um dieses Pokémon reinzukriegen. Und weil ich die Möglichkeiten auf meinem Team habe, dieses Pokémon reinzukriegen, finde ich, kann es einen soliden Job machen. Ich hatte halt überlegt, ob ich vielleicht stattdessen Arbok nehme. Hat auch Glare, aber hat sowas wie Intimidate. Aber ich glaube, Swiper gibt mir in diesem Fall, nur in diesem Fall, ein paar mehr Möglichkeiten. Und das fühle ich. Deswegen habe ich mich für Swiper entschieden. Außerdem finde ich Swiper cool. Ich habe eine Twitter-Umfrage gemacht, weil ich mir nicht sicher war, Alter, will ich jetzt wirklich Swiper haben? Das ist schon kritisch. Aber wir haben jetzt Swiper und wir werden mit Swiper glücklich. Ich hoffe, ich kann ihn mal mitnehmen. Also jetzt legit, ich glaube, ich behaupte, mein Shelmet wird häufiger mitkommen als Viridium. Ich glaube, Shelmet kommt häufiger mit als Viridium. Einfach weil Shelmet so ein geiler, so gut darin ist, mein Tyrantrum reinzubringen. Aber wir werden es sehen. Was haltet ihr von meinem Team? Schreibt mir doch bitte in die Kommentare, ob ihr mein Team gut findet und ob ihr vielleicht was anders gemacht hättet, ob ihr meine Gedankengänge verstehen könnt. Schreibt mir nicht, ob ihr was anders gemacht hättet, weil ich bin mir ziemlich sicher, hättet was anders gemacht. Und dann habe ich nur 100 Leute, die sagen, hey, das Mon ist scheiße. Sagt mir einfach nur, was ihr von meinem Team haltet, ob ihr glaubt, dass es funktionieren kann. Und vielleicht einzelne Mons, ob ihr vielleicht ein einzelnes Mon anders gepickt hättet. Das vielleicht. Nicht so ganz grob, groß anders. Weil ganz groß anders, klar, alle hätten anders gepickt. Aber vielleicht, wenn es so ein einzelnes Mon gibt, wo ihr denkt, hey, vielleicht wäre für diese Rolle, die du erläutert hast, ein anderes Mon besser gewesen. Vielleicht stimmt das ja. Kann ja sein. Oder vielleicht denkt ihr, mein Team ist besonders weak gegen irgendwas. Vielleicht denkt ihr, mein Team ist besonders stark gegen irgendwas. Auch wenn solche Kommentare sehr selten sind. Also schreibt mir auf jeden Fall eure Meinung zum Team in die Kommentare. Wir sehen uns dann nächste Woche beim ersten Spieltag und dazwischen wahrscheinlich bei 100.000 Nuzlocke-Videos. Bis dann. Ciao.